Hallo und willkommen bei einem neuen Part bei Super Mario 3D World. Und habe beim letzten Part mal gefragt, welche Level soll man nächste machen? Einer hat gesagt, war eigentlich der Einzige, der es gesagt hat, mir soll das Level machen, das Bowser Level. Und na klar, machen wir es. Okay, hier brauchen wir auch wieder 3 Sterne, müssen wir sammeln. Okay, die ich mir dürfen wir so aufmache. Komm, geh in die Röhre rein. So Leute, habt ihr vorhin zufällig eine Seite gefunden, wo man seine Lebensgeschichte hintreiben kann. Und man kann für die Lebensgeschichte, die ich auch dann hingeschrieben habe, kann man dafür voten und die Gewinnergeschichte wird wahrscheinlich verfilmt. Sau geil. Habe natürlich auch meine Geschichte eingetragen, also hingeschrieben. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal dafür voten. Der Link dazu ist der erste Link in die Videobeschreibung. Also ganz wichtig, der erste Link in die Videobeschreibung. Mit etwas Glück wird dann meine Geschichte verfilmt. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Und wenn ihr mich nicht sofort da finden sollte, könnt ihr gerne auf jeden Fall da Lukas Trämer angebe. Mein Name steht auch bei, mit der Link halt nochmal in die Videobeschreibung. Mein Name, mit ihr finden könnt, Lukas Trämer. Im Moment ist meine Lebensgeschichte auf Platz 2. Und als Forsterbild habe ich das auf meinem Forsterbild steht London League and Nordpol. Bei dem Film, den ich mal mitgespielt habe vor ein paar Jahren. So, gehen wir rauf. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr dafür gerne voten. Und ich stehe natürlich auf meinem Plakat, stehe ich natürlich auf ein Eisscholle. Halt dann auf ein Eisscholle. Daneben ist noch so ein Mäße, die bei der Film London League and Nordpol auch damals mitgespielt hat. Auf jeden Fall wäre es sehr nett, wenn ich dafür voten würde. Dabei kann man, glaube ich, was gewinnen, wenn die Geschichte gewonnen hat. Einfach mal darf mitvote. Auf jeden Fall Lukas Trämer angebe. Oder wenn da irgendwo Lukas Trämer steht. Mit das Plakat London League am Nordpol. Steht da ganz einfach drauf. Auf dem Plakat ist natürlich auch ganz viel Wasser. Und ich stehe auf einer Eishalle. Wie schon gesagt. Nur ein Stern. Dann müsste ich das eigentlich ziemlich schnell finden können. Wäre schon geil. Und das ist natürlich von Fuck You Goethe. Steht ja noch irgendwo dabei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne eure Geschichte eintragen. Und könnt ihr natürlich auch gerne meine Geschichte auf Facebook und auf Twitter teilen. Sobald ihr meine Geschichte gefunden habt, steht auch, da kann man auf Facebook und auf Twitter teilen. Wäre auch sehr nett, wenn ihr das machen könnt, die Geschichte auf jeden Fall gewinnen tut. Wäre auf jeden Fall geil. So, das zweite hätte ich schon mal. So, gehen wir erstmal noch rüber. Na, das wird schon nix. Und bin mal gespannt, ob ich dann wirklich auf Platz Nummer 1 kommen tue. Derjenige, der die höchste Wurz im Moment hat, der Moment die meiste Wurz hat, der ist auf Platz 1 und der hat 28 Wurz. Ich habe im Moment 16. Ist hier also nicht mehr allzu viel. Gerade mal 16 Wurz oder so, bis ich auf Platz Nummer 1 bin. Und ihr könnt mich gerne dann zu Platz Nummer 1 bringen, dem für meine Geschichte Worte tut. Kann ich gerne jetzt mal machen. Da muss ich einfach nur auf Worte und Gewinne klicken. Auf meinen Post von Lukas Trämer. Und dann müsst ihr da einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und da eure Namen eintragen. Halt wie ihr halt ihr beheißen tut.
oder, wenn ihr wollt, eure YouTube-Name. Okay, da schaue ich was übersehe. Bestimmt. Und eure E-Mail-Adresse ist ganz wichtig, die müsst ihr dann noch bestätigen. Weil ansonsten wird den Vot nicht gesellt. Einfach dann bekommt ihr ein E-Mail, sobald ich das abgeschickt habe. Dann steht da bitte auch E-Mail-Adresse bestätige. Dann geht einem so eure E-Mail und dann bestätigt ihr das. Und dann wird das auf jeden Fall gesellt. Steht das am 16? So. Cool. Dann gehen wir an das Level rein. Mir holt natürlich immer wieder Mario. Auf jeden Fall sehr gut. Komm hoch mit dir. Das Level auf jeden Fall mal verdammt geil, muss man so sagen. Hat die Macher sich was Cooles einfallen gelassen. So, haben wir wieder Pech für euch. Mit der Bumerang sind wir einfach stärker. Und mit euch zusammen, mit eurer Hilfe, wird die Geschichte auf jeden Fall verfilmt. Auf jeden Fall einfach in Worte gehen. Wenn ihr einfach Glück habt, könnt ihr aber sogar noch was gewinnen. Und hier rüber. Sehr nice, den Stempel haben wir. Okay, mit ordentlich Anlauf. Na, da kommen wir nicht mehr zurück. Da bauen sie eine Röhre. Okay, das Brett geht jetzt herunter durch. So, das Item. Gut. Da oben haben wir bestimmt irgendwas. Dann muss der aber erstmal hochkommen. Sehr geil. Und weg mit dir. Komm hier hoch. Weg mit dir. Genau. Nein, du kommst nicht her. Ja. Schneller. Hier ist der Fluss. Wir haben leider noch keine Sterne bekommen. Die fehlen uns. Geile Abfahrt. Ich habe jetzt alle Sterne übersehen, bis auf den Stempel. Dann toll. Hauptsache die goldene Fahne. So, ein kleiner Extra-Level, wie so ein kleiner Endboss. Ich gehe rein, tschüss. Wo sind wir? Ah, da. Ah, komm. Geht das so? Bingo. Ja, ich weiß, ich gehe weg. Tschüss.
Nein, komm. Du erwischst es nicht. Eine YouTube-Partnerkräfte können wir dich auf jeden Fall besiegen. Und... Ah, komm. Oh yeah. Ah, Santo, wie aussieht, müssen wir den diese Röhre hier reinmachen. Egal, schon gewonnen. Ein grüner Stern. Und diese, das von dieser Wurzel auf diese Seite, wo man seine Geschichte hintragen kann, das Ganze läuft nur noch bis zum 30.05. Also ungefähr noch 12 Tage. Also habt ihr nur so lange Zeit dafür, weil das Ende ja bald. Wo geht da hin? Okay. Was haben wir da? Leute, könnt gerne mal einen Kommentar reinschreiben, was das hier ist. Okay, keine Ahnung, was es ist. Dann gehen wir wieder zurück. So, wollen wir weitergehen. So, und diese Part können wir auf jeden Fall ein Level machen. Da vorne mir baut das Schloss, wo wir natürlich die nächste Fee retten können. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Mann, da muss doch was sein. Okay, wir gehen lieber hier hoch. Ist besser für uns alle. Was für ein Level. Nein, jetzt schon ein Item verloren. Egal, wir gehen so weiter. Ohne das Katze-Outfit. Raut eh keiner. Prima, so kommen wir hoch. Na, supi. Okay, da kommen wir weiter hoch. Na, toll. Okay, da müssen wir warten. Okay, das Cut-Outfit. Da kommen wir prima hoch. Okay, hätte mir bestimmt einen Stern. Na, nur ein Pilz, den wir jetzt schon verlieren. Und hier hätte wir einen Stern, den wir nicht so bekommen. Wir müssen hier hoch. Ich glaube, den Stern können wir nur mit der Katze auf Viertel reißen. Das wäre natürlich auch schon mal der erste. Mehr Zeit ist immer gut. Okay, den Pilz hätte mir doch noch bekommen. Nein! Okay, war ich dann runtergefallen. Okay, den Loch habe ich leider nicht mehr gesehen. Okay, gehe mich schnell mal wieder voran. Okay, da kommen wir auf jeden Fall wieder richtig schnell hoch. Okay, den holen wir uns mal wieder einen Stern. Mit die Zeit. So, und hier wieder runter. So, dich mal vorsichtig. Was haben wir hier? Okay, da oben wäre das Ziel. Also noch ziemlich weiter Weg. Nee, da hätten wir auf keinen Fall was. Ist nix. Waren wir vorhin.
So, hier wäre auf jeden Fall schon mal die Mitte. Gut, das Item habe ich verloren. Ist zwar nicht ganz so gut, aber wir haben immer noch Item in der Hinterhand. Der Weg dafür ist schmerzhaft. Können wir das gut vertragen? Na. Sehr gut. Hätte wir bekommen. Vorsicht. Und beweg dich. So, das Ding erwischt uns nicht. Okay, vorne mir eh nichts, also komm ich weiter hoch. Benutze mir mal den Aufzug, der geht meistens schneller. Komm da hoch. Ah komm! Das ist ein Stern, den will ich unbedingt haben. Okay, wie können wir seitwärts laufen? Okay, wohl gar nicht. Probiere ich mal mit einem guten Sprung. Ah, so geht das. Gut, schon ein dritter Stern. Den mittleren Stern habe ich übersehen. Ah, den Stempel will ich unbedingt haben. Gut, das Level wäre schon mal ganz gut gelaufen. Zwei Sterne und den Stempel. Und die goldene Fahne. Nicht. Schade. Habe so irgendwas falsch gemacht, damit die goldene Fahne jetzt nicht bekommen habe. So, wie wäre mittlerweile schon bei 18 Minuten. Hier werde ich gleich mal den Part nochmal beenden. So, im nächsten Part können wir entweder das Level machen oder das Level, weil ich mal gucke. So, ihr könnt auf jeden Fall gerne mal auf den Link nochmal raufklicken und für meine Geschichte auf jeden Fall voten. Könnt ihr mich da auf jeden Fall Mirko Strämer finden, wie es davor gesagt, und mein Name steht auch in der Videobeschreibung, halt Lukas Strämer. Dann können wir dann auf jeden Fall finden. Wurde für meine Geschichte und bis dann, Leute, und haut rein.